Thank you.
Mit seiner Schwarzwaldfahrt, dem Walk in the Black Forest, gelang dem in Berlin geborenen Horst Jankowski vor 45 Jahren ein Welterfolg. Unter der Leitung von Erwin Lehn gehörte er lange Zeit dem Tanzorchester des Süddeutschen Rundfunks an und war Pianist von Katharina Valente. In seinen eigenen Formationen arbeitete er mit Charlie Antolini, Peter Herbolzheimer und Benny Goodman zusammen, ehe er in den 70er und 80er Jahren das Berliner Rias Tanzorchester leitete. Neben seinen vielen Kompositionen im Unterhaltungsbereich gehörte seine große Leidenschaft dem Jazz. In diesem Jahr wäre Horst Jankowski 75 Jahre alt geworden. In den Jazzmasters im SWR-Fernsehen sehen Sie jetzt eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1984 mit Horst Jankowski und seiner Formation und Toots Thielemans an der Mundharmonika.